Ja, liebe Freundinnen und Freunde, herzlich willkommen zur Veranstaltung TTIP und CETA stoppen, heute in Ansbach. Ich freue mich, dass ihr gekommen seid. Ich will es aber auch denjenigen, die an dem Thema mit Sicherheit Interesse haben, aber es heute vorgezogen haben, nach dem Tag mit 35 Grad im Schatten, zumindest den Abend im Freibad oder in den Biergarten zu verbringen, das sollten wir auch heute Verständnis haben. Die Presse wir waren heute in der Hochschule bereits unterwegs und bei Biobauern im Landkreis draußen. Die Fränkische Landeszeitung hat diese ganzen Termine mitverfolgt. Ich habe jetzt vorhin noch einen Anruf bekommen, sie wollten auch heute Abend den Termin abdecken, aber es hat ist auch dort zu einem Kreislaufzusammenbruch gekommen von der Redakteurin. Daher kann man die Fränkische Landeszeitung heute nicht begrüßen. Sie bringen aber gerne unseren Nachbericht und von daher ist es auch wichtig, dass wir diesen Tag heute mit Pressebegleitung verbringen konnten. Ganz herzlich darf ich begrüßen zu meiner Linken die Nicole Burke, Bundestagsabgeordnete aus München, zuständig für den Bereich Bildungs- und Hochschulpolitik. Herzlich willkommen hier in Ansbach, in einer Stadt, die bereits im Oktober 2014 als eine der ersten Kommunen per Ratsbeschluss sich deutlich gegen TTIP und CETA positioniert hat. Es geht bei uns, weil SPD und CSU keine Mehrheit haben hier im Stadtrat. Das war seinerzeit gut. Inzwischen hat sich ja die SPD zumindest auf Landesebene umorientiert. Es gibt ja seit Samstag einen einstimmigen Beschluss, einen Beschluss mit großer Mehrheit, dass die SPD Bayern TTIP und CETA ablehnt. Inwieweit es jetzt auf unsere kommunale Ebene durchgebrochen ist, weiß ich nicht, weil der Ansbacher SPD-Fraktionsvorsitzende, und das hat er ja am 1. Mai 2015 auch bei der Maikundgebung des DGBs verlauten lassen, ein Fan von TTIP ist, oder wir sehen, wie sie sich bewegen. Aber es scheint doch einiges in die richtige Richtung zu laufen, vermeintlich. Denn im Hintergrund sehen wir ja natürlich, dass jetzt Überlegungen gibt, CETA mal probeweise einzusetzen an den Parlamenten vorbei, weil man inzwischen wohl das Gefühl hat, naja, wenn man durch die Parlamente muss, dann wird das Ding immer unwahrscheinlicher. Die US-Wahl ist jetzt manchen im Nacken der TTIP-Befürworter. Von daher freue ich mich, dass wir heute das Thema, den aktuellen Stand beleuchten können. Was ist Verhandlungsstand? Wie geht es weiter? Aber vor allem das aus zwei Politikbereichen beleuchten können, die, glaube ich, zentral für die Menschen sind. Zum einen Bildungspolitik, das wird Nicole Burke vorstellen. Zum anderen Gesundheitspolitik, das wird Harald Weinberg vorstellen als krankenhauspolitischer Sprecher im Bundestag. Anschließend wird noch Reinhard Sachs, den ich als drittes auf dem Podium begrüße, als Sprecher des Bündnisses Stopp TTIP, Ansbach Stadt und Land, ein Abriss über die Auswirkungen auf lokale Themen, aber auch über die Breite des Bündnisses bringen. Wir haben es so geplant, dass wir einen kurzen Impuls machen, der drei Diskutanten. Wenn es da Verständnisfragen gibt, gerne, aber dass wir in die offene Diskussion erst nach diesen drei Vorträgen einsteigen. Wenn das für euch so okay ist, würde ich dann zuerst die Nicole um ihr Wort bitten. Was hat TTIP mit Bildung und Hochschulpolitik zu tun? Dann machen wir weiter. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier bin. Ich bin, glaube ich, zum ersten Mal hier. Und es war tatsächlich bisher ein sehr guter Tag. Insofern, es war eine spannende Diskussion und so weiter. Also freue ich mich auf die Veranstaltung jetzt noch. Genau, das Thema, also mein Thema soll ein bisschen beleuchten, die Auswirkungen der jetzt geplanten Freihandelsabkommen auf den Bildungsbereich. Es wird ja nicht nur, von den Freihandelsabkommen ist nicht nur der Handel mit Waren berührt, sondern eben auch der Handel mit Dienstleistungen. Und wie ihr wahrscheinlich auch alle wisst, parallel zu TTIP und CETA wird auch TISA verhandelt, was dann sozusagen ganz speziell nur noch die Liberalisierung des Dienstleistungssektors ist. Das heißt, wir sprechen eben auch über den Bereich, den ja auch Harald später ansprechen wird. Wir sprechen über den gesamten Bereich eigentlich bisher öffentlicher Dienstleistungen, von Gesundheit, Verkehr eben bis hin zu Bildung, über viele andere Bereiche auch noch. Ich habe in zwei parlamentarischen Anfragen mal die Bundesregierung gefragt, welche Folgen eigentlich die weitere Liberalisierung durch CETA und TTIP ganz konkret haben könnte. Und die Antworten der Bundesregierung waren ausgesprochen dünn, wenig substanziell, und man kann sagen, die Bundesregierung stellt sich ganz grundsätzlich auf den Standpunkt, es bliebe eigentlich alles beim Alten. Also es wird gar kein neuer Sachstand geschaffen, und sozusagen das, was wir hier behaupten, seien im Wesentlichen so Horrorszenarien, die gar nicht sozusagen zutreffend seien.
Ich möchte eben ein paar Argumente nennen, warum ich diese Ausführungen und Argumentationen für nicht stichhaltig halte und eigentlich im Kern auch für ein Ablenkungsmanöver von dem, um was es eigentlich geht. Grundsätzlich muss man nämlich erstmal festhalten und vor Augen haben, der Bildungssektor ist mittlerweile ein hochattraktiver Markt. Schon jetzt werden nach UNESCO-Schätzungen auf diesem Bildungsmarkt 2 Billionen US-Dollar jährlich umgesetzt. Und so Akteure wie zum Beispiel Bertelsmann, der Bertelsmann-Konzern, der sich ja selber auch als Bildungsanbieter und Berater sozusagen aufstellt, der spricht von einem Marktpotenzial von bis zu 6 Billionen US-Dollar jährlich. Und dieses große Potenzial wird also schon lange von vielen US-amerikanischen Konzernen erkannt, aber eben auch von großen deutschen Unternehmen, zum Beispiel Bertelsmann-Konzern oder auch die Deutsche Stiftung Telekom, die sich eben tatsächlich in dem Bereich sozusagen in Stellung bringen und sich richtig als Bildungsanbieter aufstellen. Ein absolutes Schreckensszenario ist die Vorstellung, dass auch im Bildungsbereich irgendwann so Schiedsgerichtsverfahren, wie man sie ja von TTIP schon kennt, möglich sein werden. Also zum Beispiel, wenn private Bildungsunternehmen Wettbewerbsnachteile sehen, wenn es zum Beispiel eben staatliche Subventionen für öffentliche Anbieter gibt. Ja? Also eben ne, die öffentliche Einrichtung, die öffentliche Schule oder sowas wird bezuschusst, die private eben nicht. Und sozusagen ein denkbares Modell wäre natürlich, gegen diesen Wettbewerbsnachteil wird irgendwann geklagt. Die Bundesregierung sagt jetzt, das kann alles gar nicht passieren. Denn durch die neuen Freihandelsabkommen, das ist im Kern die Argumentation, würden für den Bildungssektor zumindest keine weiteren Verpflichtungen geschaffen werden, die über das schon bestehende, also über 20 Jahren bestehende GETS-Abkommen hinausgehen würden. Das GETS-Abkommen, nochmal kurz zur Erinnerung, ist sozusagen das von 1994 gewesen und ist eigentlich das erste Abkommen gewesen, was tatsächlich die Liberalisierung oder auch den Handel mit Dienstleistungen, mit öffentlichen Dienstleistungen berührt hat. Es ist aber so, dass tatsächlich es noch gewisse sozusagen Schutzbestimmungen in diesem GETS-Abkommen eigentlich gibt, die eben zum Beispiel sagen, öffentliche Einrichtungen sind noch geschützt, also können noch geschützt werden durch die jeweiligen EU-Staaten. Das ist aber etwas, was bei dem TISA-Abkommen jetzt nachverhandelt und neu verhandelt werden soll und jetzt eben auch wieder zur Disposition steht. Die andere Argumentation der Bundesregierung ist, die EU hätte ja einen sogenannten Vorbehalt oder eben diese sogenannten Schutzklauseln formuliert, die dafür sorgen, dass bei den Ländern und bei den Gemeinden eben im Bereich der öffentlichen Bildung, also nicht der privatfinanzierten, aber der öffentlichen Bildung, die Befugnisse bestehen bleiben. Also ich würde mal sagen, entweder die Bundesregierung durchschaut tatsächlich selber gar nicht, was sie da juristisch verhandelt und welche Auswirkungen das haben kann, oder sie will es eben nicht sehen und täuscht ganz bewusst die Öffentlichkeit. Es ist völlige Augenwischerei, wenn die Bundesregierung sozusagen ständig auf den GETS-Vertrag verweist, der mehr oder minder als Haltelinie sozusagen für die neuen Freihandelsabkommen gelten soll. Denn man muss da noch, schon noch mal im Kopf haben, es war ja gerade das GETS-Abkommen, das die Bildungslandschaft in den neoliberalen Markt überführt hat. Durch GETS haben eben Privatisierung und Wettbewerb Einzug in die Bildung erhalten. Denn seither ist es eben ausländischen Unternehmen erlaubt, in der EU privat finanzierte Bildungseinrichtungen zu gründen. Und das Bedrohliche ist, dass CETA und TTIP natürlich genau in dieser Tradition stehen und dass eben jetzt auch mit dem TISA-Abkommen genau die Gefahr besteht, dass eben dieser sogenannte Subventionsvorbehalt, von dem ich gerade gesprochen habe, also dass eben Unternehmen nicht die gleiche staatliche Unterstützung einfordern dürfen wie öffentliche, dass der dann eben auch noch gekippt wird. Und es ist auch völlige Augenwischerei, wenn die Bundesregierung so tut, als sei mit dem GETS-Vertrag die öffentliche Bildung gesichert. Also das, auf den Standpunkt stellt sie sich im Wesentlichen. Sie sagt sozusagen, okay, die private, ja, der ganze Bereich, der jetzt ohnehin schon privat ist, da sozusagen wird es weiter Bewegung geben, da wird es eine weitere Liberalisierung geben. Die öffentliche ist aber gesichert. Das ist auch Augenwischerei, denn es gab ja schon diverse Nachverhandlungsrunden zu dem GETS-Abkommen, zum Beispiel im Jahr 2001. Und da zum Beispiel hat die USA gefordert, genau auf Grundlage der schwammigen Formulierungen im GETS-Abkommen, die komplette Liberalisierung des
des europäischen Bildungssektors, also des gesamten Bereiches, ja, öffentlich wie privat. Und es ist sozusagen seitdem eigentlich ein offener Streit, der auch nicht abgeschlossen ist sozusagen zwischen den Vertragspartnern, also zwischen den EU-Mitgliedstaaten und der USA. Da besteht einfach keine juristische Einigkeit, was da eigentlich in diesem GETS-Abkommen genau formuliert wurde. Ja, also das ist quasi ein Interpretationsspielraum. Die USA stellen sich eben auf den Standpunkt, nein, damit war natürlich der gesamte Bildungsbereich gemeint. Die EU-Mitgliedstaaten stellen sich jetzt noch überwiegend auf den Standpunkt, nee, ist nicht so. Aber der entscheidende Punkt ist eigentlich, es ist ein völliger Irrglaube zu denken, dass man mit diesen Schutzklauseln oder mit diesen Formulierungen irgendwie Rechtssicherheit schaffen würde oder konkrete Formulierungen, die dann sozusagen eben eine klare Haltelinie vorgeben. Was da formuliert wird, ist im Wesentlichen ein juristischer Graubereich, der dann sozusagen der Interpretation unterliegt und worüber immer wieder, ja eben auch Jahre, Jahrzehnte später wieder gestritten werden kann und wo auch relativ klar ist, es ist dann eigentlich eine Frage von politischen Kräfteverhältnissen, welche Interpretation sich dann eben auch durchsetzt oder was da angewandt wird. Zu dieser Meinung, dass es hier vor allem um juristische Graubereiche geht, die da geschaffen werden und formuliert werden, kommt zum Beispiel auch der Europarechtsexperte Professor Nettesheim. Der hat im Auftrag des Landes Baden-Württemberg untersuchen sollen, also ein Gutachten zu CETA erstellt und untersuchen sollen, wie denn eigentlich sozusagen der weitere Einfluss bei Kommunen und Gemeinden und Ländern gesichert ist. Und der kommt eben zu dem Schluss, dass der politische Gestaltungsspielraum der Länder und der Gemeinden durch CETA berührt ist. Ja, er sagt, dass eine umfassende Freistellung von Dienstleistungen des allgemeinen Interesses, wie zum Beispiel der Bildung, nicht stattfindet und dass diese Ausschlussklauseln, auf die sich die Bundesregierung immer beruft, eben maximal Teilbereiche erfassen, aber eben nicht den kompletten Bereich. Eine Sache fand ich auch noch persönlich bemerkenswert. Ich war vor ein paar Wochen nochmal in dem TTIP-Leseraum. Ich kann ja jetzt so ein bisschen daraus berichten, nachdem das geleakt wurde, macht man sich nicht sofort strafbar, wenn man da Anmerkungen macht. Ich habe festgestellt, dass die Bundesregierung gewisse Vorbehalte, die einzelnen EU-Mitgliedstaaten formulieren können, gar nicht erst formuliert hat. Das fand ich auch nochmal ziemlich interessant. Manche EU-Mitgliedstaaten haben zum Beispiel einen Vorbehalt gegen die weitere Marktöffnung auch im Bereich der privatfinanzierten Bildung eingelegt. Also wir haben auch gesagt, wir wollen auch nicht, dass der jetzt schon privat organisierte Bereich, also wie viele Weiterbildungsinstitute und so weiter, dass der noch weiter liberalisiert wird. Das hat zum Beispiel Österreich getan. Die Bundesregierung hat darauf verzichtet. Das heißt, die Bundesregierung hat darauf verzichtet, etwas zu tun, was man politisch könnte, nämlich wenigstens zu versuchen, einen etwas klareren Umgang, der eben mehr Kompetenzen im Bereich der Kommunen und der Länder beließe, in diesem Bereich wenigstens zu sichern oder reinzuformulieren. Darauf hat die Bundesregierung verzichtet und das ist natürlich eine politische Entscheidung, die einen ehrlich gesagt auch nicht besonders vertrauensvoll stimmt, ja, jetzt, was sozusagen die weitere Verhandlung auch von Seiten der Bundesregierung anbelangt. Eines ist auf jeden Fall sicher, egal sozusagen, ja, wie man es jetzt dreht und wendet, mindestens der Bereich der privaten Bildungseinrichtungen, da besteht durch die neuen Freihandelsabkommen die Verpflichtung zur Marktöffnung. Das bedeutet, sollten CETA und TTIP ratifiziert werden, dann wird es in jedem Fall zu einer Zunahme von gewinnorientierten Bildungsangeboten durch international agierende und private Bildungsanbieter führen. Und damit ist, glaube ich, auch klar, dass natürlich auch die öffentlichen Bildungseinrichtungen noch weiter unter Druck geraten werden. Denn wir alle wissen ja um den Zustand der öffentlich finanzierten Bildung. Ja? Also wir reden hier von chronischer Unterfinanzierung, wir reden von einer chronischen Überlastung der öffentlichen Haushalte und es ist relativ klar, dass so eine Konkurrenzsituation eigentlich sozusagen durch die öffentliche Hand nicht auszuhalten ist. Ich glaube, dieses unter Druck geraten wird ganz konkrete Auswirkungen haben. Zum einen, was die Beschäftigungsverhältnisse anbelangt. Es ist jetzt schon so, dass an den privaten Einrichtungen ja deutlich schlechtere Konditionen vorherrschen. Das heißt, ich denke, es wird ganz konkret Druck geben, zum Beispiel auf die Absenkung tariflicher Standards und Ähnliches. Zu erwarten ist ein noch stärkerer Trend zur Verlagerung von öffentlichen Angeboten hin zu privaten.
Schlicht eben, weil die öffentliche Hand unterfinanziert ist und immer weniger auch qualitativ hochwertige Angebote machen kann. Ob das jetzt die Bereitstellung und Ausbildung von Lehrpersonal ist, ob das die Ausstattung ist, ob das Lehrmittel sind, all diese Sachen werden zunehmend in den privaten Bereich verschoben werden. Das heißt, noch mehr Privatisierung, noch mehr Outsourcing von solchen Angeboten, mehr Privatschulen, mehr private Hochschulen, mehr private Weiterbildungsangebote oder eben private Lehr- und Lernmittel. Und damit ist langfristig auch eine Absenkung von Qualitätsstandards zu befürchten. Ich will nur ein bisschen drohend, also tatsächlich drohend an die Wand malen, weil ich das einfach dramatisch finde. In den USA ist es jetzt schon so, dass die privaten Träger von Bildungseinrichtungen die Unterrichtsschwerpunkte, die Regeln von Aufnahmeverfahren von Schülerinnen und Schülern, die Arbeitszeit der Lehrkräfte und die Schulordnung selber bestimmen können. Also das entscheidet nicht die öffentliche Hand, das entscheidet nicht eine Gemeinde, eine Kommune oder ein Land, sondern das entscheidet dort der private Träger. Und das ist schon ein massiver Eingriff sozusagen in wirklich alles, was eigentlich Kernbereiche sozusagen anbelangt. Ich will in ganz, habe ich noch eine? Darf ich noch zwei, drei Minuten? Genau, ich will nämlich ein ganz kurzes Beispiel noch bringen, sozusagen, wo sich das hier gerade auch durch das GETS-Abkommen von 1994 auf den Weg gebracht, wo sich das hier auch schon abzeichnet, diese Entwicklung, und wollte da das Beispiel bringen, Lobbyismus an Schulen. Es ist auch hier längst schon Usus und gehört zu den Strategien von ganz vielen Wirtschaftsverbänden und Unternehmen, eben wirklich stärker auf Bildungseinrichtungen und wirklich auch auf Unterrichtsinhalte Einfluss zu nehmen. Das passiert mittlerweile hochprofessionell. Es gibt dafür richtige Kommunikationsagenturen. Eine sehr bekannte ist die Agentur Deutsche Schulmarketingagentur. Interessant ist, dass die Universität Augsburg, die hat vor drei Jahren, eine Studie gemacht, wie viele privat herausgegebene Lehrmittel es eigentlich mittlerweile gibt, im Internet zum Beispiel. Die kamen damals schon auf 880.000 Lehrmaterialien von 482 Anbietern. Also alles Materialien, die außerhalb des geprüften Schulbuchsortiments angeboten werden. Ja, also die einfach, und viele davon sind frei verfügbar. Also viele sind sozusagen, werden kostenlos angeboten von großen Playern. Und weil natürlich gerade in öffentlichen Einrichtungen, die oft sozusagen veraltete Lehrmittel haben, oft einfach die Material, also die Möglichkeiten fehlen, sich da Neues anzuschaffen, wird da gerne auch von Lehrkräften natürlich drauf zurückgegriffen. Und wenn man sich dann aber anschaut, was das konkret bedeutet, dann ist sehr hilfreich auch ein Blick nochmal zur Verbraucherzentrale oder zur Lobby Control. Die warnen vor diesem neuen Lobbyismus, weil sie natürlich sagen, es geht diesen privaten Anbietern und diesen Unternehmen natürlich nicht um sowas wie die Persönlichkeitsentwicklung, ja, der jungen Menschen oder um sowas wie die Herausbildung von kritischem Bewusstsein oder sowas, sondern es geht da ziemlich hart um Eigeninteressen, es geht um Produktwerbung, um die Erschließung von neuen Kundengruppen, aber auch wirklich um die Vermittlung bestimmter politischer Inhalte. Und da habe ich ein Beispiel, nämlich die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, die kennt ihr ja wahrscheinlich auch alle, genau, auch die sozusagen geben private Lehrmittel heraus, die sozusagen dann eins für so ein Lehrbuch für den Unterricht heißt, das kleine Einmaleins der sozialen Marktwirtschaft. Und da heißt es dann zum Beispiel, zu dem Grundgesetz Artikel Eigentum verpflichtet, ja, heißt es, Zitat, zugegeben, dieses Gebot ist ohne Zweifel gut gemeint, doch von einer freiheitlichen Wirtschaftsordnung zeugt es nun wirklich nicht. Ja? Und dann weiter sozusagen kommt noch eine sozusagen Einschätzung der Parteienlandschaft. Da heißt es dann, die FDP stehe noch am ehesten für eine stringente, angebotsorientierte Politik. Die Linkspartei bestehe aber immer noch aus vielen Kommunisten und Sozialisten, also mehr oder weniger großen Skeptikern der Marktwirtschaft. Jetzt völlig unabhängig davon, wie man zur Linken oder zur FDP steht, ja, das ist an der Stelle egal. Ich finde, das ist einfach eine Katastrophe. Wenn sich Bildungseinrichtungen, wenn sich Schule nicht mehr vor solchen tendenziösen und sozusagen interessengeleiteten Einflussnahmen schützen können. Und sie können es eigentlich nicht, weil eigentlich gar nicht mehr sozusagen die Zeit, die Ausstattung, teilweise auch sozusagen das Vorwissen da besteht, um das unterscheiden zu können, ob man das einsetzt oder nicht. Und viele Lehrkräfte schlicht und ergreifend ganz glücklich sind, wenn sie überhaupt eine schön designte Broschüre irgendwie mal wieder haben oder ein Material, mit dem man auch tatsächlich im Unterricht arbeiten kann. Ich glaube, deswegen
kann man einer weiteren Liberalisierung auch der privaten Bildung auf gar keinen Fall zustimmen. Und es ist wirklich wichtig, dass hier ein Riegel vorgeschoben wird und dass hier nicht, dass es nicht noch eine Entwicklung mehr in diese Richtung gibt. Genau, der zweite Punkt eben neben dieser Liberalisierung der privaten Bildung, die ich auch schon dramatisch finde in ihren Auswirkungen, ist es eben so, dass diese Schutzklauseln und Vorbehalte keineswegs rechtssicher sind. Wie gesagt, seit dem GETS-Abkommen gibt es einen juristischen Streit darüber. Ich glaube, man kann sich da auf gar nichts verlassen, was da sozusagen formuliert wird, sondern ich glaube, da werden auch ganz bewusst juristische Graubereiche geschaffen. Und ich glaube, diese Spielräume werden am Ende sozusagen, also diese Formulierungen werden am Ende eine weitere Marktöffnung des Bildungssystems nicht behindern, sondern im Gegenteil eher befeuern. Und deswegen glaube ich, darf man sich da auch wirklich nicht Sand in die Augen streuen lassen, wenn es jetzt da heißt, diese Vorbehalte seien sozusagen zu unserem Schutz formuliert. Ein letztes Argument möchte ich für den Bildungsbereich noch nennen. Es gibt noch ein gravierendes Problem, und zwar nämlich das der sogenannten Mischfinanzierungen. Also auch gerade durch das GETS-Abkommen und durch andere ist es ja jetzt schon so, dass ganz, ganz viele Bildungsangebote oder auch eben Bildungsanbieter und Einrichtungen nicht mehr nur noch rein privat oder rein öffentlich sind, sondern die sind schon längst sozusagen gemischt finanziert und ganz viele Formen ist nicht mehr ganz klar, zum Beispiel Gebühren, ist das jetzt öffentlich oder ist das jetzt eine staatliche Geschichte oder privat? Also zum Beispiel können ja Gebühren staatlich verordnet sein, sind dann aber privat zu erbringen. Ist das jetzt eine private, ist das jetzt eine öffentliche Bildungsdienstleistung? Das ist überhaupt nicht klar. Und diese ganzen Mischfinanzierungen und diese Mischformen führen natürlich zu einer weiteren Rechtsunsicherheit, wo jetzt überhaupt nicht seriös gesagt werden kann, dass wir das und das zur Folge haben oder der und der Bereich ist deswegen ausgenommen oder eben nicht. Das ist eigentlich nicht zu sagen. Deswegen finde ich auch diese Aussagen, die dann manchmal von Gabriel oder von anderen kommen, wirklich unverschämt, weil sie selber, und das bestätigt wirklich eigentlich jeder Jurist, sie selber können das eigentlich gar nicht seriös sagen, was damit verursacht wird. Für uns als Linke ist klar, wir wollen natürlich den kompletten Ausschluss von irgendwelchen öffentlichen Dienstleistungen aus irgendwelchen Freihandelsabkommen oder ihn auch vor der Liberalisierung schützen. Aber es ist auch klar, dass wir insgesamt Nein zu den Freihandelsabkommen sagen. Ich glaube, wir brauchen keine marktkonforme Demokratie, sondern wir brauchen eigentlich eine demokratiekonforme Wirtschaft. Das müsste eigentlich das Ziel sein. Und genau, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank, liebe Nicole. Gibt es dazu Verständnisfragen? Wir können dann nachher in die Diskussion einsteigen. Dann würde ich jetzt zu einem nicht in erster Linie verwandten Politikfeld kommen, aber ein Politikfeld, das genauso viele Menschen betrifft wie die Bildung, nämlich die Gesundheit. Denn wie jeder mal in die Schule gegangen ist, muss wohl jeder mal zum Arzt und leider wohl auch ins Krankenhaus. Auch dort bedeuten die Verträge CETA und TTIP Dinge, die Patienten oft nicht wissen, beziehungsweise die zulasten der Patienten gehen. Was ist da genau vorgesehen? Ja, vielen Dank. Ich möchte drei Dinge beleuchten. Das erste ist, ich möchte erstmal ganz kurz diese Freihandelsabkommen einordnen. Als zweites drei Geschichten erzählen, die bereits jetzt wahr sind und traurig genug sind. Und als letztes dann aber auch einen kleinen Ausblick darauf werfen, was formiert sich da an Gegenkräften und wie können wir das eventuell auch nutzen für unsere Auseinandersetzung gegen diese Freihandelsabkommen. Das erste nochmal die Einordnung. Ich war gestern auf dem Podium und interessanterweise mit einem Kollegen von der katholischen Arbeiterbewegung. Und der Kollege von der katholischen Arbeiterbewegung hat das sehr, sehr präzise auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, diese Freihandelsabkommen sind nichts anderes als Ausfluss der Krise des kapitalistischen Systems. So, das ist sozusagen, wenn man so will, die katholische Sichtweise. Interessanterweise, eine katholische Sichtweise. Da hat er natürlich auch logischerweise nochmal den Papst zitiert, diese Wirtschaft tötet und die ganzen Hintergründe der Papst-Zitate, die es da auch gibt. Ich finde das erstmal auch wichtig, das sozusagen sich vor Augen zu führen. Es geht darum, dass dieses System zumindest in eine deutliche Profitklemme geraten ist. Und dass sozusagen die transnationalen Konzerne, die davon betroffen sind, versuchen, mit allen Mitteln aus dieser Profitklemme herauszukommen. Indem sie halt eben sozusagen neue Märkte öffnen. Und das tun sie logischerweise auch im Gesundheitsbereich. Es gab mal einen Nachkriegskonsens, der bestand darin, dass wir gesagt haben, diese Bereiche, Gesundheit, Altersversorgung, Arbeitslosenversicherung,
sind, wenn man so will, außerhalb des Spielfeldes halt eben der Marktwirtschaft. Die regeln wir anders, die regeln wir solidarisch. Und das ist aber nicht mehr so. Wir haben sozusagen den Prozess der inneren Landnahme, wenn man so will. Das heißt also, diese Bereiche werden geöffnet für die Kapitalverwertung, für anlagesuchendes Kapital. Und es wird dort halt eben auch mehr und mehr Wettbewerb eingeführt, mehr und mehr Profitorientierung eingeführt. Das ist auch nicht ganz unverständlich, weil da ist viel Geld unterwegs. Das muss man sich einfach vor Augen führen. Das ist so der letzte Punkt an der Stelle von meiner Seite. Allein im deutschen Gesundheitswesen sind jedes Jahr 300 Milliarden Euro zu verteilen. Wir haben ein Bruttoinlandsprodukt von 3 Billionen. Das heißt also, jeder zehnte Euro, der sozusagen in Deutschland in irgendeiner Form produziert oder umgesetzt wird, wird in dem Bereich umgesetzt. Das muss man sich einfach vor Augen führen. Also ein riesengroßer Bereich. Und viel Geld zieht natürlich auch halt eben viele Leute an, die damit da sozusagen auch mitverdienen wollen, Profite machen wollen. Jetzt zu den drei Geschichten. Davon spielen zwei in Osteuropa. Das ist nicht weiter verwunderlich, weil Osteuropa natürlich nach dem Fall, nach dem großen Strukturbruch 1989 folgende, im Prinzip ja auch in diesen Bereichen sehr, sehr stark liberalisiert worden ist, von außen teilweise auch liberalisiert worden ist. Die erste Geschichte spielt in Polen. 1999 hat es dort halt eben einen staatlichen Versicherungskonzern gegeben, über den halt die Gesundheitsversorgung und die Rentenversicherung abgewickelt worden ist. BZU hieß der. Und der ist da dann teilprivatisiert worden durch die Regierung, weil das der Wunsch war. Im Zuge sozusagen des gesamten neoliberalen Denkens ist dieser Teil privatisiert worden. 20% dieses Konzerns sind verkauft worden an einen niederländischen Konzern mit Namen Eureko. Später hieß der dann Achmea, aber das lasse ich jetzt einfach mal weg. Eureko, auch ein schöner Name halt eben erst einmal. Ne? So, und es gab gleichzeitig Bestandteil des Kaufvertrages war, dass bis 2001 dieser Konzern auch an die Börse gebracht wird und damit über sozusagen die Börsenbringung nochmal Kapital rekrutiert wird. Im April 2002 war dann eine neue Regierung an der Macht und hat dann sozusagen gesagt, wir wollen eigentlich diesen Privatisierungskurs nicht weitermachen. Wir wollen nicht weiter privatisieren in diesem Bereich Gesundheitswesen, Gesundheitsvorsorge und Renten. Einen Rückzug gab es, eine entsprechende Resolution. Und es gab gleichzeitig, das muss man natürlich wissen, seit 1992 ein bilaterales Abkommen zwischen den Niederlanden und Polen, ein Freihandelsabkommen, das ebenfalls genau diese Schiedsgerichte, über die wir jetzt ja reden, im Zusammenhang mit CETA und TTIP vorsah. Und das hat sofort dazu geführt, dass 2003 der Konzern dann eine Klage vor diesem Schiedsgericht angeregt hat, eine Klage auf entgangene Gewinne und auf indirekte Enteignung. Und es war so, dass sozusagen, ich zitiere jetzt mal ein bisschen aus der Urteilsbegründung dieses Schiedsgerichtes, die Schiedsrichter kamen zu dem Schluss, dass der verzögerte Börsengang eine indirekte Enteignung Eurekas dargestellt habe und dass die Privatisierungsstrategie Polens auf, Zitat, drakonische und fundamentale Weise revidiert worden sei. Zudem habe die Regierung nicht nur, Zitat, für die Sache gehandelt, vielmehr seien ihre Entscheidungen politisch und national geprägt. Dies stelle zusätzlich eine Diskriminierung dar. Man muss sich diese Begründung einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Wenn man sozusagen halt eben sagt, wir wollen politisch für unsere Nation etwas anderes, wir wollen zurück zu einem solidarischen System, wir wollen weg von der Privatisierung, dann stellt das sozusagen eine Enteignung dar. Es gab Annullierungsklage gegen diesen Schiedsspruch. Diese Annullierungsklage ist nicht stattgegeben worden. Das ist ja die einzige Möglichkeit. Wir bringen das nur nochmal an dieser Stelle auch nochmal gesagt. Beim Schiedsgericht gibt es keine Berufungsinstanz. Das Einzige, was ich machen kann, ist sozusagen als Land dann eine Annullierungsklage halt eben zu versuchen, wenn dieser dann stattgegeben wird. So, wir kommen gleich im Fall Slowenien nochmal drauf. Im Oktober 2009 ist dann ein Vergleich geschlossen worden. Und der Vergleich hatte zum Inhalt, dass Polen freiwillig 2 Milliarden Euro Entschädigungssumme an den Konzern zahlt und gleichzeitig den Börsengang doch durchführt. So, am Ende ist es dann so, dieser Anteil von den 20%, das waren 1 Milliarde, die der Konzern investiert hat. Er hat am Ende 2 Milliarden oben drauf bekommen, nämlich Entschädigungssumme. Und gleichzeitig noch den Börsengang, wodurch sozusagen auch nochmal halt eben was oben drauf gekommen ist. Ein wahnsinnig tolles Geschäft für den Konzern. Völlig zum Schaden halt eben der Bürgerinnen und Bürger von Polen.
und natürlich halt eben auch der Regierung von Polen. Das zweite Beispiel, die zweite Geschichte, 2004 gab es eine Liberalisierung des Gesundheitssektors in der Slowakei. Diese Liberalisierung sah vor, dass sozusagen da im Wesentlichen das Ganze halt eben privat zu organisieren sei. Also die Leute sollten sich privat versichern, krankenversichern. Auch da ist wieder dieser berühmte niederländische Konzern reingegangen, Eureko, mit einer Tochterfirma, die da dann private Krankenversicherungen angeboten hat. Wir hatten dann 2007 einen Regierungswechsel hin zu einer sozialdemokratischen Regierung. Und die hat erst einmal als allererstes gesagt, wir wollen nicht, dass das, was im Gesundheitssektor verdient wird, dann an Anteilseigner ausgehändigt wird, sondern das soll bitte schon reinvestiert werden in den Gesundheitssektor. Das ist eigentlich erstmal nur eine relativ harmlose Maßnahme. Das ist ja noch nicht irgendwie Verstaatlichung oder so etwas. Man sagt halt nur, das, was an Gewinnen dort sozusagen erwirtschaftet wird, soll wieder in den Gesundheitssektor hineinfließen. Dagegen hat dann Eureko wieder geklagt, hat Recht bekommen auch mit der Klage. Die slowakische Regierung ist zu einer Schadensersatzsumme von 22 Millionen verdonnert worden. Und die Gesundheitsreform wurde aufgehoben. Das war ebenfalls ein Bestandteil. Die slowakische Regierung hat daraufhin versucht, mit mehreren Annullierungsklagen dagegen vorzugehen. Die sind alle gescheitert, hat aber sich geweigert, die 22 Millionen zu zahlen. Daraufhin hat Eureko über wiederum andere Gerichte es bewirkt, dass die Konten von der Slowakei in Luxemburg eingefroren worden sind und aus diesen Konten dann halt eben die 22 Millionen Schadensersatz gezogen worden sind. Nur um es nochmal deutlich zu machen, was passiert. Und die Geschichte ist da noch nicht zu Ende. An der Stelle, wir haben eine neue Regierung gehabt, 2012, die ebenfalls mit dem gleichen Ministerpräsident, das war der Ministerpräsident Fico, die gesagt hat, wir möchten jetzt eine einheitliche staatliche Krankenversicherung einführen. Also ein bisschen weitergehend im Prinzip. Eigentlich eine vernünftige Idee, wie ich finde, einheitliche staatliche Krankenversicherung einzuführen. Es hat daraufhin eine erneute Klage von Eureko gegeben. Die Klage wurde zunächst abgelehnt, und zwar deswegen, weil zu diesem Zeitpunkt der Klage das nur eine Planung war und noch nicht vollzogen war. Also das war die Planung, dass man eine solche staatliche Krankenversicherung einführt, aber es ist noch nicht vollzogen worden, die Planung. Deswegen wurde der Klage nicht stattgegeben vor den Schiedsgerichten. Das gibt übrigens, der Hintergrund ist auch da wieder ein Freihandelsabkommen, ein bilaterales Freihandelsabkommen zwischen den Niederlanden und der Slowakei. Seitdem liegen allerdings die Pläne auf Eis, weil nämlich halt eben die Regierung in der Slowakei Angst hat, dass wenn sie das jetzt umsetzt, dann sofort sozusagen halt eben der Klage auch stattgegeben wird und sie wiederum halt eben zu einer großen Schadensersatzsumme verdonnert wird. So, und da merkt man an der Stelle halt eben auch sehr deutlich, die Rückwirkungen von solchen Schiedsgerichtsverfahren oder der Möglichkeit von solchen Schiedsgerichtsverfahren. Das hat eine direkte Rückwirkung auf sozusagen demokratische Entscheidungsprozesse, die da nicht stattfinden, ganz einfach, weil die Angst besteht, dass sozusagen das halt weitreichende Konsequenzen haben könnte für das Land und vor allen Dingen auch für die Finanzen des Landes. So, und die dritte Geschichte, jetzt bleibe ich mal nicht in Osteuropa, jetzt bleibe ich mal, gehe ich nach Baden-Württemberg. Die dritte Geschichte spielt in Calw. Das ist nicht weit weg von hier. Ein Landkreis in Baden-Württemberg. Da gibt es ein Kreiskrankenhaus. Dieses Kreiskrankenhaus hat, wie viele öffentliche Kreiskrankenhäuser, es leider nicht geschafft, unter den Bedingungen von diagnoseorientierten Fallpauschalen, auf die ich jetzt nicht näher eingehen will, ich sag mal, defizitfrei zu arbeiten. Also es sind Defizite entstanden in Höhe von etwa 2 Millionen Euro. Der Landkreis selber, also der Kreistag dort, hat gesagt, okay, ist halt so, das ist uns die Gesundheitsversorgung unserer Bevölkerung auch wert. So, wir übernehmen diese Verluste. Daraufhin wurde der Landkreis als Träger dieses Krankenhauses vom Verband der privaten Kliniken Deutschlands verklagt. Und zwar verklagt auf Verstoß gegen das europäische Wettbewerbsrecht. Weil gesagt worden ist, das ist deren Argumentation, wenn die den Verlust übernehmen von diesem Krankenhaus, dann ist das eine indirekte Subventionierung und stellt uns als Wettbewerber schlechter im Wettbewerb zwischen den Krankenhäusern. Das ist die Argumentation gewesen. Und diese verdeckte Subventionierung, die greifen wir mittels einer Klage an. Das ist inzwischen durch die Instanzen, das ist in der dritten Instanz inzwischen. In dieser
in beiden ersten Instanzen hat es gehalten, dass sozusagen die Argumentation des Landkreises immer war, das ist eine Institution der öffentlichen Daseinsvorsorge, stationäre Gesundheitsversorgung gehört zur öffentlichen Daseinsvorsorge und wir haben dafür Sorge zu tragen, wir haben einen Versorgungsauftrag für unsere Bevölkerung und dafür können wir de facto halt eben auch durchaus Verluste übernehmen. So. Diese Argumentation hat gehalten bisher und sie hat jetzt auch in der dritten Instanz erst einmal gehalten. Da wurde gesagt, es gibt auch im europäischen Sektor so etwas wie, Moment, jetzt müssen wir ganz kurz nachschauen, wie das heißt, Dienstleistungen vom allgemeinen Interesse, DAI, das ist dann die Kürzel dafür, und diese Dienstleistungen von allgemeinem Interesse sind zumindest weitgehend ausgenommen vom europäischen Wettbewerbsrecht. Da muss es keine Ausschreibungen, zumindest nur in eingeschränktem Maße geben und ich kann diese Dienstleistungen erbringen. Allerdings ist es so, dass dieser private Klinikverband jetzt nicht aufgibt, sondern angekündigt hat, er geht durch die Instanzen weiter und bis vors EuGH. Da werden wir also nochmal abwarten müssen, was denn im Einzelnen dabei rauskommt. Ich erzähle aber die dritte Geschichte vor allem deswegen, weil ich mir einfach mal vorstelle, was das sozusagen unter den Bedingungen halt eben von Freihandelsabkommen bedeutet hätte, was da passiert ist. Da wäre das Ganze ja nicht vor einem Verwaltungsgericht gelandet, sondern es wäre wahrscheinlich halt eben vor dem Hintergrund von halt eben einem solchen Freihandelsabkommen vor Schiedsgerichten gelandet. Und die Frage, was denn da dabei rausgekommen wäre, ist dann nochmal wieder ganz anders zu beantworten, denke ich. Das ist also insgesamt, sind drei Geschichten, die das mal deutlich machen, was das mit Demokratie macht und was das mit Staaten macht, was das auch mit unseren Steuergeldern macht, was das sozusagen für weitreichende Konsequenzen hat. Zumal man ja auch nochmal sich vor Augen führen muss, das Ganze, diese ganzen Freihandelsabkommen, sowohl CETA als auch TTIP, soweit ich weiß, auch CETA zumindest, aber da kann Rainer vielleicht gleich was zu sagen, sind ja als sogenanntes Living Agreement ausgestaltet. Das heißt also, die sollen sich sozusagen in Zukunft einfach weiter anpassen. Wenn ein Land weitere Gesetzgebungsmaßnahmen ergreift, sollen die immer im Lichte, wenn man so will, halt eben dieser Freihandelsabkommen bewertet werden, ob sie zulässig sind oder nicht zulässig sind. Auch das ist schon mit einer extremen Rückwirkung halt eben auf demokratische Entscheidungsfindungsprozesse, was da sozusagen vorgesehen ist und hüllt Demokratie de facto aus. So, jetzt noch ein letztes halt eben, was den Gesundheitsbereich betrifft. Ich könnte jetzt noch sehr, sehr ausführlich was über Pharmabereich, über Medizinprodukte, aber das machen wir vielleicht nachher in der Diskussion, wenn ihr Lust dazu habt. Ich will nur sagen, es regt sich da auch schon auf breiter Front Widerstand. Und zwar durchaus mit Institutionen, von denen man es so nicht erwarten würde, sage ich jetzt mal. Also wir haben eine Entscheidung des Ärztetages in Hamburg gehabt gegen TTIP und CETA. Der Montgomery, also der Präsident der Bundesärztekammer, hat sich mehrmals deutlich dagegen positioniert mit der Aussage, Medizin und Gesundheit sei keine Handelsware. In anderen Bereichen sieht er das zwar nicht so eng, aber an der Stelle sieht das mal relativ eng. Wir haben eindeutige Entscheidungen des Marburger Bundes gehabt. Das ist ja sozusagen, wenn man so will, die Ständegewerkschaft halt eben der Ärztinnen und Ärzte in Deutschland. Wir haben eindeutige Aussagen von Apothekerverbänden inzwischen halt eben. Wir haben auch eine eindeutige Positionierung des Spitzenverbandes der gesetzlichen Krankenversicherungen. Und wir haben auch einen nicht ganz kleinen Verband, nämlich den Verband der kommunalen Kliniken, der sich ebenfalls ganz deutlich und eindeutig gegen CETA und TTIP ausgesprochen hat. Also da tut sich einiges, glaube ich. Und ich glaube, wir können ja nachher in der Diskussion das nochmal etwas weitertreiben. Ich glaube, dass wir eine gute Chance hätten, diese Sachen aufzuhalten. Und da sozusagen halt eben denen auch die Legitimation zu entziehen. Das stützt sich auch auf das Ergebnis von letzten Samstag. Dazu wird Reinhard aber sicher gleich ein bisschen was sagen. Also was diese Unterschriftensammelei betrifft. Es stützt sich aber auch darauf, dass inzwischen ja diese selbstorganisierte Bürgerinitiative, europäische Bürgerinitiative, über 4 Millionen Unterschriften, und zwar in sehr, sehr vielen europäischen Ländern. In der Vergangenheit war das ja so, dass der Schwerpunkt des Widerstandes, das war Deutschland und Österreich, wenn man so will. Aber inzwischen ist das durchaus auch in die anderen Länder hineingegangen. Das hat ein bisschen Zeitverzug gehabt, aber wir haben inzwischen eine gesamteuropäische Bewegung dagegen auch. Und das stimmt mich zuversichtlich, dass wir es hinbekommen, das auch zu stoppen. Und damit will ich jetzt erstmal enden. Danke. Ja, danke, Harald. Verständnisfrage? Ja, kurze Frage.
Der Landkreis, der davon betroffen ist, von dieser Klage, von dem Verband, ist in dem privates Krankenhaus vorhanden oder haben das die Ärzte verursacht oder warum haben die das genau dort gemacht? Das ist jetzt relativ einfach. Sie haben es genau dort gemacht, weil es in der Tat natürlich ein kleiner Landkreis ist und wir ringsherum in relativer Nähe noch andere Krankenhäuser haben. In dem Landkreis selber nicht noch weiteres. Das ist nur ein Kreiskrankenhaus. Aber es ist in, sagen wir mal, relativ, also 50 Kilometer Umkreis, hast du noch weitere Krankenhäuser halt eben, sodass sozusagen man auch nicht so in der Form sagen kann, es ist absolut versorgungsrelevant. Ne? So, und das war der Punkt, wo wir halt gesehen haben, da könnte man dann angreifen. Deswegen haben sich diesen Landkreis rausgesucht. Ja, vielen Dank. Bevor ich es vergesse, falls ihr Durst habt, da drüben gibt es genügend Getränke gegen Spende, vielleicht gar nicht so schlecht bei den jetzigen Temperaturen. Ansonsten, Reinhard Sachs, du bist Mitbegründer und Sprecher des Telebündnisses hier vor Ort in Ansbach Stadt und Land. Ihr oder wir haben uns ja, kann ich ja sagen, gegründet im Februar 2015. Seitdem immer wieder Aktionen auf lokaler Ebene gefahren. Man muss schon sagen, es ist ein sehr, sehr breites Bündnis, das von Landwirten bis hin zu Gewerkschaftern geht. Vielleicht kannst du einfach mal einen Abriss geben über die Beweggründe, warum hier so ein breites Bündnis vor Ort gegen die Freihandelsabkommen TTIP und CETA auf die Straße gehen, informieren, in Gespräche mit politischen Entscheidungsträgern getreten sind und vielleicht auch welche Erfolge wir inzwischen auch vorzuweisen haben. Ja, danke schön. Das Bündnis Stopp TTIP Ansbach Stadt und Land hat sich im Februar letzten Jahres gegründet, ist also etwas mehr als ein Jahr, anderthalb Jahre jetzt im Zugange. Und der Grund, oder warum das so zustande gekommen ist, ich persönlich komme von Greenpeace. Und andere, zum Beispiel die Milchbauern oder Gewerkschafter und so weiter, oder auch die Grünen oder die Linken oder die OLA. Wir haben uns sporadisch an der Riviera getroffen und haben gegen ähnliche Themen protestiert. Und irgendwann haben wir gesagt, also so geht es ja wohl nicht weiter. Und als letztendlichen Auslöser des Bündnisses oder des Zusammenschlusses war der Coup, den die OLA gelandet hat im hiesigen Stadtrat, gewartet hat, bis die Mehrheit entsprechend vorhanden war und dann den Vorschlag oder den Antrag eingebracht hat, dass hier Ansbach quasi gegen oder sich gegen TTIP, CETA und TISA ausspricht. Und ich kann mich erinnern, wir waren gemeinsam am 14.04. unterwegs. Wir waren dann im Vorfeld der Bundestagswahlen unterwegs, aber wie gesagt, immer nur locker. Und es gibt da so einen schönen Spruch, das ist einer meiner Wahlsprüche, die in dem Zusammenhang ich zitiere, der heißt, gemeinsam sind wir unausstehlich. Das ist sozusagen auch in Richtung von Herrn Landwirtschaftsminister gemünzt, der uns ja vorwirft, wir sind die Protestindustrie. Wir sind keine Industrie. Wir haben uns, wie gesagt, unabhängig erstmal mit den einzelnen Problematiken beschäftigt und ich als Greenpeaceler habe dann festgestellt, die Arbeit, die ich als Ehrenamtlicher hier mache, die kannst du in Eimer treten, wenn CETA oder beziehungsweise TTIP oder TISA zustande kommt. All das, was wir im Bereich Umweltschutz oder wie gesagt Gentechnologie oder auch Umwelt im Bereich der Landwirtschaft und so weiter gemacht haben, das könnten wir eigentlich dann in die Tonne werfen. Und durch diese Gespräche hat sich dann eben ergeben, dass wir dieses Bündnis Stopp TTIP Ansbach Stadt und Land gegründet haben und wir haben, wie gesagt, eine ganze Reihe von großen Kundgebungen abgehalten. Wir haben als Wappentier den Anscavallo genommen. Ich weiß nicht, die Ansbacher kennen ja den Anscavallo, der steht da vorne, ne? Nicht weit von hier.
Zwei Augen gucken normal und das dritte Auge guckt auf die Regierung von Mittelfranken, ne, was die machen. Bloß nicht aus dem Auge verlieren. Und das wollen wir auch weiterhin. Wir wollen diesen Hans Cavallo, zwar ein recht umstrittenes Standbild, aber dieser Hans Cavallo, der kann sich schon gegen das trojanische Pferd entsprechend wehren. Ja. Wie gesagt, wir haben hier in Ansbach zwei große Demonstrationen und Kundgebungen organisiert. Wir haben eine Unmenge an Ständen organisiert, wo die Leute hier in Ansbach, aber auch in den umliegenden Städten und Gemeinden mit Informationsmaterial versorgt wurden. Wir sind auch tagtäglich schlauer geworden und wir haben gemerkt, in dieser Zeit, die wir jetzt hier zustande zusammenarbeiten, haben wir eigentlich eine riesen Aufklärung geschafft. Also ich hätte nie gedacht, dass einmal die Öffentlichkeit interessiert ist für dieses Thema. Und wir haben festgestellt, je mehr wir hier Aufklärung leisten, desto neugieriger und skeptischer werden die Bürger gegen diese dummen Reden und Worthülsen, die von Politikern ihnen um die Ohren gehauen werden. Und wie wir mit einigen mit einigen Politikern umzugehen haben, das hat ja Herr Juncker selber gesagt. Er hat gesagt, wenn es ernst wird, muss man lügen. Ne? Und diese Aufklärung hat hier einen sehr, sehr fruchtbaren Boden gefunden. Wir haben erst im April diesen Jahres es geschafft, einen Bus nach Hannover zu schicken für eine bundesweite Demonstration gegen dieses Plakat, das dort hängt, ging auch überall. Wir können stolz sein, was wir da geschafft haben. Aber wie gesagt, die Arbeit geht erst so richtig los. Ja, um vielleicht auf die Ausführungen der zum Thema Bildung hinzukommen. Ich selber bin ehemaliger oder Berufsschullehrer im Ruhestand. Und vielleicht so für die Leute, die nicht wissen, was da abgeht. Wir sind eigentlich sozusagen der Kraftmotor an den Berufsschulen, wo wir für die kleinen mittelständischen Betriebe das entsprechende ranschaffen. Und ich habe festgestellt, wenn man den Schülern die Möglichkeit gibt, sich politisch zu engagieren bzw. aufzuklären, dann sind sie sehr, sehr interessiert. Das ist eine ganz wichtige Sache. Aber noch was anderes kommt hinzu. Das öffentliche Schulsystem, das darf ich jetzt als kleine Randbemerkung hier mal anmerken, das öffentliche Schulsystem wird arm gemacht, wird systematisch arm gemacht. Wenn zum Beispiel die staatliche Berufsschule in Ansbach 100 Lehrkräfte für ihren Lehrplan mit den entsprechenden Schülern brauchte, dann hieß es, ihr kriegt nur 92, grundsätzlich. Beziehungsweise Schwangerschaftsvertretungen oder Krankheitsvertretungen und so weiter mussten mit Bordmitteln, wie so schön hier hieß, geleistet werden. Und das führte dazu, dass also gerade die jungen Lehrer, die sich nicht so wehren konnten, die wurden dann mit Überstunden überhäuft und dann mit dem Motto, ja, die nächste Beurteilung steht ja wieder an und solche Sachen. Also das ist eine Sache, die ist schon grenzwertig. Und noch eine andere Sache, schön und gut, die öffentliche Hand, die Universitäten, hier unter anderem auch die Hochschule in Ansbach, die haben einen gewissen Stammpersonal, die mit Beamtenverträgen bzw. mit Beamtenschaft versorgt sind und so weiter, aber ein Großteil der Lehrtätigkeit wird von sogenannten Lehrbeauftragten gemacht. Und diese Lehrbeauftragten haben so gut wie keine Rechte. Die werden zu jedem Semester eingeführt oder angeheuert. Und wenn es denen passt, machen sie das und dann kriegen sie noch nicht einmal die Möglichkeit, sich zu etablieren. Sie dürfen maximal 8 Wochenstunden machen, selbst wenn die Studenten sagen, wir bräuchten noch mehr. Nein, geht nicht. Und sie haben keinerlei Berufsperspektive. Also hier ist die öffentliche Hand
sehr, sehr knausrig und die Lehrstuhlinhaber, die klagen nicht, aber die heuern eben entsprechende Leute an. Das muss auch abgestellt werden, dringend abgestellt werden. Und ich darf vielleicht noch dazu sagen, ich habe lange Zeit im Ausland gearbeitet und auch gelehrt. Und die Privatisierung der öffentlichen Bildungseinrichtungen, die ist in anderen Ländern schon viel weiter fortgeschritten. Zum Beispiel England macht sich hier sehr, sehr weit voran, dass sie in ihren ehemaligen Kolonien eben dort die englische Bildung teuer, sehr, sehr teuer verkaufen, dass Milliardengewinne für die englischen Universitäten für die aus dem Ausland dort studierenden Studenten eingesackelt werden. Und das führt eben dazu, dass man sagt, okay, ja, wir bieten jetzt hier auch mehr private Sachen an und das wollen wir nicht. Aber vielleicht noch mal ganz kurz zurück. Meine oder unsere Zusammenarbeit ist hier in Ansbach eben sehr breit. Von den Gewerkschaften zu den Landwirten, von den Umweltschützern zu den kleinen und mittelständischen Industrieunternehmen, die alle inzwischen durch die Informationen, die wir inzwischen erfahren haben oder erhalten haben, mehr und mehr merken, oder da werden wir über den Tisch gezogen. Wenn man sich in dem Zusammenhang nochmal das vor Augen hält, TISA, dieses Trade and Services Agreement, also ein Dienstleistungsabkommen, soll nach Inkraftsetzung erstmal 5 Jahre geheim bleiben. Ja, entschuldigen Sie mal, ist da der BND dahinter oder wie verhandeln die miteinander oder wie auch immer? Ja, Gesetze kommen, ja, jetzt muss ich Sie als ehemaliger Lehrer fragen, wie geht denn das mit den Gesetzen? Ja, ein Gesetz wird irgendwo eingebracht, ne? Ist doch so. Da gibt es einige, die haben das Privileg, die dürfen Gesetze einbringen, andere eben nicht, aber wie gesagt, im Bundesrat oder im Bundestag wird jetzt ein Gesetz eingebracht. Dann wird das öffentlich verhandelt. Dann können die einzelnen Leute können Sachverständige mit reinbringen, die können auch Lobbyisten mit reinbringen, die können, aber das Ganze geht doch öffentlich ab. Ich kann, wenn ich Lust habe, kann ich den Bundestagskanal einschalten oder ich kann an Phoenix mir die Bundestagsdebatten anhören. Und dann kommt es zur Abstimmung. Und dann, wenn diese Abstimmung zu einer Mehrheit gekommen ist, dann wird es sozusagen Bundesgesetz und wenn das Bundesgesetz in den Ländern noch irgendwelche Sachen trifft, dann muss es durch den Bundesrat gehen. Und wenn der Bundesrat sagt, nee, so geht das wohl nicht. Interessanterweise jetzt das Gesetz zur Erbschaftssteuer ist ja ne, wieder mal ein bisschen ausgebremst worden, weil die beiden dann doch ein bisschen zu viel wollten und ihre Erben zu sehr schützen wollten. Also es geht zurück. Und erst wenn das Gesetz sozusagen vom Bundespräsident dann quasi als mehrheitlich beschlossen, unterzeichnet und veröffentlicht wurde, ist dieses Gesetz ein Gesetz. Das haben wir, oder das versuchte ich meinen Schülern einzutrichtern, die wollten das manchmal hören, manchmal auch nicht, aber so habe ich das verstanden und ich musste das auch selber erstmal verstehen. Und jetzt kommen wir zu dem Knackpunkt, ja, weswegen wir hier dieses CETA-Abkommen, das uns jetzt quasi auf den Nägeln brennt, absolut auf den Nägeln brennt, das ist geheim verhandelt worden. Absolut geheim. Der Verhandlungsauftrag, der war geheim. Wer daran teilnimmt, war auch geheim. Und als dann im August 2014 das Gesetz dann fertig war und dann veröffentlicht wurde, 1500 oder 1600 Seiten englischer Vertragstext, da muss man sich erstmal durchkämpfen. Und dann sollte es dann quasi das gewesen sein. Wir haben dann angefangen, irgendwie an Informationen ranzukommen und ich muss sagen, zum Beispiel durch die letzte Aktion von Greenpeace, durch das Leaken von TTIP-Gesetzen sind ja auch die Bundestagsabgeordneten, die im Leseraum waren, jetzt nicht mehr so sehr gehalten, ihre Sachen, diese Geheimhaltungsklausel sozusagen ernst zu nehmen.
Das ist ein echter Hammer, was da abgeht. Ich habe im Februar letzten Jahres, habe ich in Fürth protestiert, als der Herr Bundesminister Gabriel zustande, dort war. Und dann habe ich gesagt, ja, es geht ja nicht und so weiter. Und dann hat er die Frechheit gehabt und hat gesagt, wo wart ihr denn, als CETA verhandelt wurde? Man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen. Ja? Diese Frechheit, er wusste Bescheid, hat aber die Öffentlichkeit keineswegs benachrichtigt, oder was da abgeht. Ja, also wenn man dann mal so ein bisschen tiefer gräbt, dann muss man sagen, also da ist vieles faul im Staate Dänemark oder wo auch immer. Und das führt eben dazu, dass wir hier jetzt sind, um nochmal auf die jetzige Situation haben, das ist eine Strategie. Erst CETA, wenn CETA da ist, dann können Sie nicht mehr sagen, oder nee, fangen wir früher an. NAFTA, NAFTA besteht 20 Jahre. No? Ja, NAFTA auch. North American Free Trade Agreement. Okay, das ist 20 Jahre. Es wurde alles Mögliche versprochen. Ist es eingehalten worden? Nein. Für einige ja. Dann kamen sozusagen die Europäer und die Amerikaner auf die Idee, das sollten wir jetzt dann CETA machen. Und das wurde dann in aller Heimlichkeit über die Bühne gezogen. Und dann kommt noch etwas hinzu. Obama meinte dann, wir brauchen sowas wie Europa mit Amerika, brauchen wir auch, geht alles über die Bühne. Aber wie gesagt, die Öffentlichkeit wusste eigentlich gar nicht, was wird da verhandelt, worüber wird da verhandelt, wer hat den Auftrag gegeben und was wird dann im Grunde genommen dabei rauskommen. Aber nochmal zurück, Gesetze sollen zustande kommen und das Gesetz, das jetzt die EU anstrebt, ist ein völkerrechtlich bindender Vertrag zwischen der EU und Kanada zum Beispiel. Aber es geht ja noch weiter. Es gibt ja noch ein paar Hintertürchen. Die Briefkastenfirma der Deutschen Bank in Kanada erlaubt es womöglich, dass die Deutsche Bank via Kanada gegen Europa klagt. Ja? Oder die Firma Monsanto, die ja Niederlassungen in Kanada hat, gegen Europa als amerikanische Firma. Diese eine Sache, da ging es um Fracking in Kanada unter NAFTA. Da hat eine kanadische Firma, die von ihrer eigenen lokalen Regierung am Fracking gehindert werden sollte, hat ihre amerikanische Tochter beauftragt, gegen Kanada zu klagen. Also ich meine, das sind ja schon Tricks, aber die funktionieren. Und wie gesagt, diese, was ich jetzt so langsam, und Gott sei Dank haben wir, wie gesagt, die modernen Medien, die nicht nur das verbreiten, was im Öffentlich-Rechtlichen und auch sonst wo zu lesen oder zu hören oder zu sehen ist, sondern wir sind inzwischen eine recht gut verstrickte und gut vernetzte Gemeinde, die durchaus sich mit Informationen zu wehren weiß. Also noch einmal zurück. Das Freihandelsabkommen CETA ist die Blaupause, ist die Vorlage für TISA. Die ist fertig verhandelt, die soll jetzt im Oktober unterzeichnet werden. Und also CETA soll im Oktober unterzeichnet werden. Und gleichzeitig hat die Frau Malmström gesagt, ja, dann wollen wir das, wie es üblich ist, in § 218 Absatz 5 ist die Möglichkeit der vorzeitigen Inkraftsetzung gegeben und das wollen die machen. Und es gibt in diesem § 218 zur vorzeitigen Inkraftsetzung keine Prozedur, wie eine vorzeitige Inkraftsetzung wieder außer Kraft gesetzt werden kann. Steht nichts dort. Es hat es noch nicht gegeben. So wie den Brexit, ne? Aber da gab es ja noch, da gab es ein bisschen was. Aber da gibt es nichts. Wenn das mal in Kraft ist, vorläufig in Kraft ist, dann haben wir das Problem, es kann nur sozusagen weitergeführt, wenn die europäischen Parlamente sagen, jawohl, wie wir das gesamte CETA in Kraft setzen. Dann ist sozusagen die vorläufige zur permanenten Inkraftsetzung. Aber solange das nicht
in Frage gestellt ist, ist dieser ganze Vertrag erstmal ein völkerrechtlich bindendes Dokument, das, ob wir wollen oder nicht, ohne die Zustimmung eines Einzelparlamentariers von einer Europäischen Kommission und der Mehrheit, der qualifizierten Mehrheit des Europäischen Rates, das sind die Regierungen von Europa, in Kraft gesetzt wurde. Das erinnert mich so ein bisschen an das Politbüro. Ja, da gibt es ja Leute, die sind unter diesen Sachen irgendwie mal groß geworden und die haben das ähnlich gemacht. Die haben an demokratischen Strukturen was anderes gemacht. Aber nichtsdestotrotz. Und wir wollen jetzt mit unserem Volksbegehren eine Aktion starten, die quasi die bayerische Regierung dazu zwingt oder zwingen soll, den Bundesrat CETA abzulehnen. Und damit hoffen wir, eine Mehrheit im Bundesrat zu bekommen, um sozusagen das Gesetz, das jetzt im Bundestag eingebracht werden soll, zur Inkraftsetzung von CETA abzulehnen ist. Wir sind das einzige Bundesland, das das kann, darauf sind wir stolz. Das haben uns die Amerikaner 1946 in die Verfassung geschrieben, kennen die meisten nicht. Ne? Und da stehen ein paar ganz tolle Sachen drin. Ne? Und die sollen jetzt durch irgendwelche Abkommen total vom Tisch gewischt werden. Und wir wollen das machen und wir haben, und jetzt darf ich auf den Ansbacher, auf das Ansbacher Umfeld kommen. Wir haben am letzten Wochenende im Ansbach mit mehreren Infoständen und im Landkreis Ansbach mit mehreren Infoständen haben wir knapp 2000 Unterschriften für die Einleitung des Volksbegehrens sammeln können. Das ist ein echt geiles Ergebnis. Ich habe es nach München gemailt, 3 Minuten später kamen die und sagten, echt super, ja, überdurchschnittlich und macht weiter so. Und wir sammeln noch weiter bis zum Ende des Monats. Und aus München haben wir jetzt den Hinweis bekommen, die 25.000 sind schon weit überschritten und es sind inzwischen weit über 50.000 Unterschriften bayernweit gesammelt worden, sodass das Freihandelsabkommen eingeleitet, oder der Widerstand gegen dieses Freihandelsabkommen eingeleitet werden kann. Aber es wird immer wieder vergessen. Wir werden für dumm verkauft. Es wird gesagt, ja, der Herr Schmidt, ja, die Landwirtschaft muss sich öffnen. Deswegen haben wir ja zum Beispiel hier die Milchbauern bei uns dabei oder den Arbeitskreis der bäuerlichen Landwirtschaft, der versucht hier irgendwas zu machen. Nee, die werden über den Tisch gezogen mit irgendwelchen Versprechungen, die dann nicht einzuhalten sind. Dann werden dann einfach Exportquoten oder Importquoten runtergesetzt und plötzlich, ja, wer kann gegen amerikanisches Rindfleisch was? Wenn der Zoll wegfällt, ja, also bitteschön. Ne? Und die deutsche Verbraucherphilosophie heißt ja, Geiz ist geil. Okay, so, das ist eigentlich das, was ich hier rüberbringen wollte. Wir sammeln noch Unterschriften. Ich habe da hinten noch welche ausgelegt. Wenn ihr unterschreibt, bitte darauf achten, dass in einer Unterschriftenliste nur ein Ort erscheint mit der gleichen Postleitzahl. Und wenn er welche gesammelt hat in der Umgebung und so weiter oder in der Bekanntschaft, der Bund Naturschutz sammelt die. Die sind also in der Regel da oder hier bei den entsprechenden Organisationen. Und wie gesagt, jetzt bin ich ein bisschen lang geworden. Aber wenn es noch Fragen dazu gibt, ja. Ja, sammeln. Was ist denn jetzt die Deadline? Die Deadline, also die Sammlung ist bis zum 1. August. Dort bis zum 1. August sollen die Listen nach München geschickt werden, also dort sein. Dann müssen die dort quasi über die ganzen Postleitzahlen und so weiter die Listen verifizieren lassen. Wir machen das hier vor Ort, wenn es irgendwie geht schon, dass wir selber aufs Rathaus marschieren. Aber alles, was sozusagen bis zum 1. August nach München kommt, wird gezählt. Also wir wollen eben das Signal geben, wir knapsen nicht hier sozusagen, sondern wir richtig klotzen so richtig. Und das ist ein Signal,
was ich also selber nicht in dieser Masse so erlebt habe. Also es ist Wahnsinn. Ne? Ich meine, um nochmal auf Ihren Ausführungen zu kommen, wir haben hier schon mal ein Volksbegehren gehabt gegen die Studiengebühren, ne? In Bayern. Und haben wir gewonnen? Ja, es ist durchgekommen. Also so tun sie die Bayern hier nicht. Ne? Und wir haben hier politisches Bewusstsein. Wir müssen es nur ein bisschen loskitzeln. Ja? Und wie gesagt, ich bedanke mich für euer Zuhören und für die Mitarbeit bisher. Vielen Dank, lieber Reinhard, für den engagierten Beitrag. Ich glaube, das spiegelt auch das große Engagement und wirklich die ehrenamtliche Arbeit, die hier viele in den letzten knapp zwei Jahren hier mit reingebracht haben. Und dass man wirklich das auch auf die lokale Ebene runtergebrochen hat. Man hat auch gesehen, dass man damit auch die Politik vor Ort erreicht, die ja Parteien angehört, die ja TTIP bislang oder lange Zeit verteidigt haben. Und es ist richtig, dass ja auch beim Thema des Volksbegehrens der Studiengebühren dann die CSU-Staatsregierung dann auch vor dem Volksentscheid dann irgendwann so weit war, naja, okay, wenn ihr die 10% zusammenbekommt, dann knicken wir ein, dann schwenken wir um. Die CSU hat da weniger Probleme auch bei anderen Themen. Deswegen war es auch ganz, ganz wichtig, hier das Signal zu setzen, mit dieser Unterschriftenaktion an einem Tag diese Menge an Unterschriften zustande bekommen. Ich glaube, das waren über ein Dutzend Infostände, die wir gemacht haben, ja, in den Stadt- und Landkreis Ansbach. Also wir haben das wirklich deckend hinbekommen und das war eine ganz starke Leistung. Jetzt habt ihr eine gute Stunde hier drei Vorträge lauschen können. Es gibt mit Sicherheit auch Inputs, die ihr habt, Fragen, die ihr den Referenten noch stellen möchtet. Immer her damit. Genau. Ja, stimmt es, dass es tatsächlich so ist, dass wenn ein einziges Land in Europa oder gar sogar nur ein Bundesland in Deutschland diese Verträge ablehnt, sei es CETA oder TTIP, dass es dann quasi für die Katz war? Also dass es dann quasi nicht ratifiziert werden kann? Theoretisch ja, aber wenn es vorher schon in Kraft gesetzt war, ist das eine rein akademische Frage? Ja, das war jetzt ein spontanes direkt dazu, würde ich sagen, aber vielleicht schreiben wir das mal auf, dann können wir auch noch zu dem Thema was sagen. Aber vielleicht gibt es noch zwei, drei weitere Fragen, was wir dann vielleicht auch Block dann beantworten können oder Anmerkungen. Ich hätte ja eigentlich zu der Umfrage die Frage gehabt, welche Demografik war diese 2000 Unterschriften? Unter 40? 40 bis 60. Du meinst jetzt die unterschrieben haben im Stadt- und Landkreis Ansbach? Was schauen wir an, wie sie Unterschriften sehen? Sehen wir Leute, die direkt damit betroffen werden oder Leute, die nicht damit betroffen werden? Das Problem bei den. Also, okay, sagen wir mal erstmal. Die Zahlen. War das eine schlechte Frage? Ja. Nö, das war keine schlechte Frage. Wieso war das eine schlechte Frage? Das war keine schlechte Frage. Das war eine gute Frage. Eine gute Frage. Ja. Wir sammeln jetzt erstmal Fragen und dann werden wir Stück für Stück die Fragen beantworten. Okay. Ja? Ja, ganz hinten die Dame. Soweit ich mich informiert habe, ist es so, dass die obersten Schiedsgerichte oder das oberste Schiedsgericht, die oberste Instanz, entweder in Kanada oder in Amerika, also oder in den USA sitzt und dass noch kein Land, also Uruguay und viele andere Länder, waren ja auch von diesen Abkommen betroffen gewesen. Und praktisch die Konzerne haben horrende Strafzahlungen kassiert. Auch, also Uruguay war es gewesen, Schweiz war es gewesen, viele, viele andere Länder auch noch, die sich mit diesem Freihandelsabkommen auch mit verstrickt hatten, auch was Trading betrifft und so weiter und so fort. Auch die haben alle geklagt, hatten aber vor der obersten Instanz, wo auch immer diese ist, nie gewonnen. Die Staaten haben nach so einem Freihandelsabkommen immer verloren. Alle Kriegsverfahren. Stimmt das so, diese Information? Versuchen wir doch die Frage mal am Blog zu beantworten. Die letzte Frage vielleicht zuerst. Weil sie war die Frage nach, gibt es eine Höchstinstanz, beziehungsweise die haben die entschieden? Da haben wir die Informationen dazu.
Also nach dem ISDS-Verfahren, also nach diesem Verfahren der Schiedsgerichte, die bisher Bestandteil sind von Freihandelsabkommen, und zwar von allen bisherigen zumindest, gibt es keine weiteren Instanzen. Es gibt kein Instanzenwesen. Die einzige Chance, die ich habe, wenn ich als Land verliere vor einem solchen Schiedsgericht, das habe ich gerade schon mal auch noch ausgeführt, ist halt, dass ich dann eine Annullierungsklage mache. Also ich kann versuchen sozusagen dann vor einem normalen Gericht zu bewirken, dass das, was das Schiedsgericht entschieden hat, annulliert wird. Das ist die einzige Möglichkeit. Das ist aber der ganz normale Instanzenweg, den ich dann sozusagen in dem Land selber halt eben gehen muss, über Verwaltungsgerichte und Ähnliches. Es gibt jetzt natürlich den Versuch, weil es ja sehr stark angegriffen worden ist, dieses ganze Schiedsgerichtsverfahren, da sozusagen was anderes zu etablieren. Da hat Gabriel ja, zumindest in Bezug auf TTIP, bei CETA eben nicht, weil bei CETA sind die so drin, wie ich sie gerade auch benannt habe, hat Gabriel ins Spiel gebracht, wir müssten so etwas wie einen internationalen Handelsgerichtshof etablieren. Oder müssen sozusagen richtige Richter dort etablieren. Das ist aber im Prinzip Augenwischerei, was da passiert. Weil im Prinzip sozusagen nach wie vor es so ist, dass klagen kann, also das Klagerecht hat nur das Unternehmen, nicht der Staat. Und das Klagerecht bezieht sich darauf, dass das Unternehmen meint, dass in irgendeiner Form die eigenen Geschäftschancen vermindert worden seien durch Maßnahmen eines Staates. So, das ist der Hintergrund, ob ich das jetzt halt eben vor einem Schiedsgericht verhandle oder vor einem etablierten internationalen Handelsgerichtshof, macht keinen großen Unterschied. Zumal bisher zumindest nicht deutlich wird, ob es da überhaupt einen Instanzenweg geben soll. Auch bei der Frage ist nicht klar, ob es einen Instanzenweg geben soll. Jetzt möchte ich noch mal ganz kurz was zu der Gefechtslage sagen. CETA, TTIP und so weiter und so fort. Erstmal müssen wir einfach noch mal uns vor Augen führen, was da passiert ist, ein Stück weit. Wir haben jetzt den Brexit gehabt. Und kurz darauf stellt sich Herr Juncker, also unser EU-Kommissar, hin und sagt, ja, CETA, das sei jetzt ausverhandelt und es sei kein verbundenes Abkommen, das sei ausschließlich nach den Lissabon-Verträgen europäisches Abkommen und das sei ausschließlich durch die europäischen Gremien zu verabschieden. Ne? Also Europaparlament, Europakommission, Europarat. So, das ist das, was er gesagt hat. Damit hat er natürlich gerade in einer Situation, wo sozusagen alle wahnsinnig pro EU waren, nochmal richtig was an Sympathiewerbung gemacht für diesen Verein, indem er gesagt hat, ihr habt alle nicht mit zu kaspern halt und wir machen das ganz alleine. So, war richtig toll, was er da hingebracht hat. Dann hat es ja Proteste gegeben von einigen Ländern auch, Ministerpräsidenten und so weiter und so fort. Darauf ist er dann zurückgerudert und hat gesagt, naja, okay, man kann es natürlich auch anders sehen, man kann auch sehen, dass es ein verbundenes Abkommen ist und dann müssen sozusagen die ganzen Länder ratifizieren. Und im Prinzip kurz darauf hat dann seine Kommissarin wiederum halt eben, nämlich die Malmström, dann gesagt, ja, aber das mag ja sein, dass es ein verbundenes Abkommen ist, aber es gibt Bereiche in dem Abkommen, die sind sozusagen eindeutig halt eben dem Lissabon-Vertrag zuzuordnen und die werden wir nach dem berühmten Paragraphen, der gerade genannt worden ist, auf jeden Fall schon mal vorläufig in Kraft setzen. So, und damit sind sie de facto ja nicht rückholbar. Was man daran merkt an dieser Bewegung ist halt eben, dass das noch nicht zu Ende ist, würde ich mal sagen. Dass sie sehr sensibel auf Protest reagieren, dass sie aber immer wieder versuchen, uns sozusagen wieder, ich sag mal, wegzuflutschen halt eben, indem sie neue Türchen versuchen aufzumachen und neu versuchen wegzutauchen. Ich glaube, dass es da dann ganz wesentlich ist, dass wir auch jetzt gerade diese Auseinandersetzung um CETA und um die CETA-Ratifizierung nochmal auf die Spitze getrieben haben. Man müsste sie wirklich auch zuspitzen. Man muss sagen, keine vorläufige Inkraftsetzung, bevor nicht sozusagen auch die Entscheidungen in den nationalen Parlamenten und in den nationalen Räumen getroffen worden sind. Das ist, glaube ich, eine zentrale, jetzt aktuelle Forderung, die wir auch zu stellen haben, damit wir das auch aufhalten, dass das sozusagen, ich sag mal, so durchsickert halt eben durch diese Hintertür. Im Weg. Da würde man ja Zeit gewinnen. Bitte? Da würde man ja auch Zeit gewinnen. Man würde auch wieder Zeit gewinnen und das ist auch die, also man muss, denke ich, auch immer noch mal wieder in den Kontext stellen, die EU ist in einer tiefen politischen Krise im Moment. Also die ganze Institution EU ist in einer tiefen politischen Krise. Und wenn sozusagen, ich sag mal, etwas aus dieser Europapolitik noch werden soll, dann können die nicht so weitermachen halt eben. Dann müssen sie das jetzt stoppen und müssen die Bevölkerung einbeziehen. Ansonsten
fahren sie auch diese EU vor die Wand. Im Moment die stärksten Gegner, wenn man so will, oder Zerstörer der EU, die sitzen in der EU-Kommission selber. Das ist das, was wir zurzeit erleben. Und ich glaube, dass man das auch nochmal in der Bevölkerung stark machen muss. Und ich glaube, dass man dafür auch eine Resonanz bekommt. Und dann kommen wir zu dem, was du gerade gesagt hast. Dann ist es in der Tat auf der nationalen Ebene in Deutschland wäre es dann möglich zu sagen, wenn das nationale Parlament oder wenn sogar jemand im Bundesrat, also eine Mehrheit im Bundesrat dagegen stimmt, dann ist es weg. So, das ist ja das, was wir halt eben auch mit dem Volksbegehren jetzt versuchen, mit dem ersten Schritt, der jetzt erfolgreich war. Der zweite Schritt, der ist ja auch nochmal nicht ohne, nur um das nochmal ganz deutlich zu sagen. Wir müssen eine knappe Million Menschen in Bayern in die Rathäuser. Was? Zwei Millionen? In zwei Wochen, ja, in einer Frist, aber innerhalb von 2 Wochen eine knappe Million Menschen in die Rathäuser bringen, dass sie dort halt eben dann nochmal ihre Unterschrift leisten. Das ist, glaube ich, eine wirkliche Kraftanstrengung halt eben. Und ich denke, dass wir jetzt auch schon ein Stück weit in die Richtung auch mobilisieren müssen, sobald das dann beginnt, dass man da wirklich auch wirklich handlungsfähig entsprechend ist. Okay, ist die Frage zum Schiedsgerichten soweit geklärt, die Dame hatte? Ja. So, Ergänzungen von denen kurz in den beiden Punkten? Nee, eigentlich nicht. Also das Einzige, was mir noch einfällt zu den Schiedsgerichten ist, also das, was ich. Das, was ich weiß, ist, dass diese Richter, die da sozusagen tätig werden sollen im Rahmen der Schiedsgerichte, die sozusagen bekommen, werden dann entlohnt, so ist es vorgesehen, pro Klage gewissermaßen. Und das soll wohl auch eine sehr, sehr, sehr großzügige Entlohnung sein. Und genau, also sozusagen die Mutmaßung ist, ne, dass es einfach dann auch ein großes Interesse der Richter auch geben wird, sozusagen am erheblichen Klagevolumen und Klageverkehr. Also sozusagen, ich glaube, die Gesamtkonstruktion von diesen, also selbst jetzt von diesem Gabriel-Vorschlag, die Gesamtkonstruktion ist einfach wirklich völlig, also völlig undemokratisch und wirklich, also allein die Tatsache, dass eben eine Zivilgesellschaft Staaten überhaupt irgendwelche anderen gesellschaftlichen Institutionen nicht klageberechtigt sind, nur Unternehmen. Allein das zeigt sozusagen, finde ich, und das ist der Reformvorschlag, ja, also das ist ja sozusagen der Reformvorschlag dieser Schiedsgerichtsverfahren. Ich finde, das zeigt sozusagen den gesamten Charakter eigentlich der Freihandelsabkommen. Also das zeigt das ganze Ungleichgewicht, das ganze schiefe Denken da drin, das ganze Leck an Demokratie. Vielleicht eine Ergänzung noch. Es gibt ja zu diesem Vorschlag von Gabriel mit den Schiedsgerichten für TTIP, gibt es eine Stellungnahme des Deutschen Richterbundes, der das mehrheitlich als grundgesetzwidrig, als nicht notwendig und überhaupt einfach abgelehnt hat. Und das muss man sich auch mal deutlich machen. Wir haben hier ein Rechtssystem, das einigermaßen funktioniert. Wenn es Nachbesserung bedarf, dann soll die im bestehenden Rechtssystem nachgebessert werden und etabliert, europaweit etabliert. Und dann darf man nicht vergessen, dass diese Schiedsgerichte, die da angesprochen werden, vielleicht ein bisschen besser als unter TTIP oder NAFTA, ja noch gar nicht existieren. Bis so eine Institution aufgebaut ist und funktioniert, dauert das 10 Jahre und in der Zwischenzeit stopfen sich die Leute das Geld in die Taschen und wir zahlen dafür. Aber vielleicht, Tim, du hattest nach der demografischen Struktur der Unterschriften gefragt, die wir hier bekommen haben. Es ist interessant, wir haben eine ganze Reihe von älteren Leuten gehabt, die gezielt auf uns zugegangen sind. Wir haben aber auch Jüngere gehabt, aber dabei muss man sagen, dass bei den Älteren irgendwie so die Notwendigkeit, sich demokratisch zu wehren, im Vordergrund stand. Und bei den Jüngeren musste man noch sehr, sehr viel Aufklärung leisten. Du bist aus Amerika und vielleicht kannst du mal ein bisschen berichten, wie aus deiner Sicht Freihandelsabkommen. Ich meine, ihr habt das jetzt 20 Jahre schon im Eimer da, ne? Wollt das nicht wegschmeißen oder wie geht das bei euch ab? Und damit wir dich hören, wäre es vielleicht sinnvoll, können wir das machen? Ja. Ja? Dass du vielleicht mal das Mikrofon nimmst. Ja, ich habe hier so ein paar Blätter, ich kann es
kann ich jetzt schnell ablesen. Aber es hat so ja, ist so ja, wie möglich. Kann ich das schnell lesen? Sehr schnell lesen. Ich möchte das hier jetzt beschreiben als das Schreckbild auf eine Zigarettenschachtel im Gegensatz zu den Zigaretten von TTIP, Zigaretten und so weiter. Ich finde es sehr interessant momentan mit den US-amerikanischen Wahlverfahren momentan, dass dort die TPP im Vordergrund steht und keine einzige Ton über das TTIP, das TISA und das CETA, was ich sehr komisch finde. Und wiederum auch hier in Deutschland kein Wort über das TTIP. Das Transpazifische. Yes, the Trans-Pacific Partnership. Für mich das absolute Schreckbild. And I think it will be very interesting for you to hear what I have to say about that. Mit Hilfe von meiner Freundin haben wir das übersetzt hier jetzt super schnell. Jetzt lese ich. Die TTIP ist eine Zusammenfassung von 30 Kapiteln, wovon 6 zum Thema Handel und Tauschgeschäfte gehen. Die restlichen 24 aber handelt sich um die speziellen Rechte für Unternehmen. Mit der TPP wird es für alle involvierten Regierungen absolut unmöglich sein, die Gesetze, die unsere Banken von zukünftigen finanziellen Krisen schützen, zu ändern. Die TTIP allein löst in den USA ca. 440.000 Arbeitsplätze, und das ist nur eine grob gegriffene Zahl. In Kanada wird ca. 60.000 Arbeitsplätze verloren gehen, und wenn wir etwas weiter hinausstrecken, in Japan 75.000. Für dieses Land eigentlich eine absolute Katastrophe. Jegliche Gesetze, die zur Verbesserung der Umwelt oder die Gesundheit aller Bürger dienen, zu einer Reduzierung der möglichen Firmenertrag führen, werden schlichtweg nicht erlaubt sein. Dieses Abkommen signalisiert außerdem eindeutig, dass unsere noch freien und öffentlichen globalen Internetnutzungsbedingungen. Die jährlichen Erträge der Pharmaindustrie, was wir hier auf dem Tisch auch noch vorhin lag, werden höchstwahrscheinlich schlagartig wahnsinnige Summen erreichen, indem sie die Erreichbarkeit von lebensrettigen Medikamenten verhindern, mit selbstbestimmten, unkontrollierbaren, unaufhaltsamen und ungeregelt festgelegten Preiserhöhungen. Boom! Ich sollte genau an der Stelle kurz mal eine Pause einlegen, um das zu vertiefen, weil das ist schon mal... Kannst du das auch retten? Muss vielleicht umfragen, vielleicht mal. Aber, ja. Das wiederum verteilt automagisch das globale Recht, Tausende von Menschen langsam aber sicher das Leben zu nehmen durch blanke Habgier. Ich möchte nicht den Tod ansprechen, aber das ist genau das, was es tatsächlich ist, weil arme Leute werden nicht geholfen. Das, meine Damen und Herren, soll auf diesem Planet auf gar keinen Fall machbar sein. Sobald der TTIP, unterschrieben wird, gibt es keinen Zurück mehr. Dieses Abkommen ganz alleine schafft ein Gesetz herbei, die es illegal macht, gegen alle Gesetze mit der Unterschreibung der TTIP zu tun haben. We're making a law to make it against the law, to make a law against the law. Also auf Englisch mal grob gesagt, das ist schon... Also wirklich, wir machen ein Gesetz gegen das Gesetz, um irgendein Gesetz zu machen gegen das Gesetz. Also nicht aufhaltbar. Der TTIP, das CETA und der TISA zusammen mit den Zentralbanken und ihre sogenannten
Fractional Reserve Banking Verfahren, der sie erlaubt, Geld aus dem Nichts zu drücken und als Darlehen vorlegen zu können für Großkonzerne, andere Zentralbanken und sogar Regierungen, um darauf Zinsen und Zinseszinsen zu verlangen, die die gesamte Menschheit in eine Verschuldung versetzt, weil es am Ende tatsächlich die Steuerzahler selbst, die das alles bezahlen müssen. Hiermit stehen Sie, meine Damen und Herren, die größte, modernste und allerletzte Steuerversklavung. Ich hoffe, dass die Informationen, die ich mitgebracht habe, irgendwas zu den politischen Konversationen hinzugefügt haben. Dankeschön. Es ist ja interessant, dass die Hillary oder jetzt zurückrudert, obwohl sie TPP mit selber initiiert hat, weil die Gewerkschaften dort gesagt haben, nee, das, was du da gemacht hast, kostet uns Arbeitsplätze. Ja? Und TPP war auch ein großes Thema von Bernie Sanders in seiner Argumentation, der eben gegen diese ja allumfassenden Probleme, die wir mit TIP bekommen und mit CETA womöglich sehr bald uns ins Haus stellen. Wollen wir das zulassen? Nein. Nein. Danke. Revolution. Feel the burn. Ja. Dann noch eine Frage. Ich will Einsatz mit Psychologie und Gesundheit. Einfach nur, um das auch nochmal zu bestätigen und nochmal zu verstärken. Wir haben im Gesundheitsbereich, wird es bei TTIP auch eine relativ große Rolle spielen im ganzen Arzneimittelbereich. Aber bei TTIP haben wir de facto auch schon ein Stück weit auch da wieder die Blaupause. In TTIP ist ja vorgesehen, dass sozusagen patentgeschützte Arzneimittel, die ja erstmal mit sehr hohen Preisen in den Markt reingebracht werden, also das sind dann richtig Mondpreise, extreme, solange der Patentschutz gilt. Irgendwann läuft der Patentschutz ja aus. Das sind ja relativ komplizierte Medikamente, inzwischen halt eben auch von der molekularen Zusammensetzung. Und jetzt soll die Beweislast umgedreht werden. Generika-Hersteller, die ja dann sozusagen eigentlich in den Markt gehen und das gleiche Medikament günstiger anbieten, indem sie es nachbauen halt eben, sollen jetzt verpflichtet werden, im Rahmen von TPP, verpflichtet werden, dass sie beweisen müssen, dass sie nicht gegen das Patent verstoßen, wenn sie das machen. Also auch nach Ablauf des Patentschutzes de facto läuft, wenn man so will, der Patentschutz über diesen Weg ein Stück weit weiter. Und günstige Arzneimittel werden aus dem Markt ferngehalten. Die teuren Arzneimittel behalte ich im Markt und kann sie zu Mondpreisen halt eben weiter verticken. Das ist, wenn man so will, die Lizenz zum Profitdrucken für die Pharmaindustrie. Ja, gibt es jetzt noch Fragen aus dem Publikum? Ich habe gerade noch eine Hand gesehen, aber das hat sich dann wohl erledigt. Das ist ja. Meldet sich halt nicht mehr rein. Achso, nein, das hat es ja nicht. Ich war nur vorher zu den Schiedsgerichten als Ergänzung. Und gerade nochmal gerade nachgeschaut, Uruguay hatte sogar gewonnen gehabt gegen Philipp Morris. Also als kleine Geschichte sozusagen. Aber sind trotzdem scheiße. Mit welchem Aufwand zum Schluss, oder? Ja, aber es ist ja, wir wollen ja hier den TTIP-Befürwortern da zusätzliche Argumente liefern, aber es zeigt auch, dass unter den Bedingungen doch noch ein Staat über den Konzern ziehen kann. Das ist richtig. Danke für die Live-Info noch zur Frage der Dame ganz hinten. Aber es ist auch gut, schön, dass du da bist, Tim, weil ich glaube, dass dein Beitrag zeigt ja auch, dass hier der Widerstand international ist und ich glaube, dass auch gerade in den USA sich dieser Widerstand verstärkt, dass die Amerikanerinnen und Amerikaner das auch. Natürlich war Bernie Sanders eine wichtige Galionsfigur dafür, aber das auch jetzt in den Wahlkampf eintragen, deswegen wird das auch ein Thema sein und auch ein weiterer Aspekt dafür, dass es doch gelingen kann, dass es im Oktober eben nicht zu diesem vorläufigen Inkraftsetzen geht. Vielleicht können wir abschließend noch mal eine kurze Einschätzung der Abgeordneten bekommen. Wie entwickelt sich denn das Stimmungsbild, vielleicht nicht unbedingt der Fraktionsführung in der Union und der SPD, also der Regierungspartei, sondern wie hat sich in den letzten 2-3 Jahren in der Diskussion zu dem Stimmungsbild der Abgeordneten, die ja auch die Stimmung aus ihren Wahlkreisen mitbringen, verändert? Gibt es da
in Anführungszeichen Hoffnung oder Bewegung? Also ich meine, also ich würde sagen, dass es vor allem ja wirklich die SPD vor allem mal betrifft. Da ist es ja schon so, da nehme ich es so wahr, dass es da eine ziemliche Spaltung gibt eigentlich. Ne? Also ich würde sagen, es gibt schon, man trifft immer wieder auch in der Tendenz eher überzeugte Gegner, aber ich würde sagen, es ist eigentlich die Minderheit. Ich weiß jetzt nicht, wie das nach diesen ganzen Parteitagsbeschlüssen jetzt auch aus Bayern ist, aber also bislang war Florian Kronold nicht gerade ein Gegner. Also ich weiß nicht, wie er sich jetzt sozusagen danach aufstellen wird, ja. Sondern sozusagen es gibt ein paar überzeugte Gegner sozusagen, die glaube ich einfach, die im Zweifel dagegen stimmen würden wahrscheinlich, also vielleicht auch jemand wie Klaus Barth, wie Marco Bülow oder so, und die vielleicht irgendwie jetzt hoffen, dass es einfach nicht zur Abstimmung erstmal sozusagen, also dass das einfach noch weiter vertagt wird oder so. Ich weiß es nicht, bei vielen anderen fand ich, hat immer diese Argumentation überwogen, die auch Gabriel hatte. Also sozusagen der Gabriel sagt ja, wir müssen das machen, weil wenn wir es nicht machen, dann bestimmen die Chinesen sozusagen, also machen es die Chinesen und die bestimmen dann die Standards. Und besser ist ja, wir mischen mit. So. Das überwiegt halt bei ganz vielen, würde ich mal sagen, eigentlich. Und es wird jetzt halt spannend sein, inwieweit tatsächlich diese Beschlüsse, die jetzt auch von der Basis ja eigentlich kommen, über die Wahlkreise, über die Parteibasis, wie die sich jetzt da reflektieren. Also das bleibt abzuwarten. Und die Frage ist ja dann ganz konkret, findet dann die Koalition irgendwie einen Weg, das tatsächlich aufzuschieben, oder wird darüber dann sogar ein Bruch herbeigeführt sozusagen? Weil, das wird natürlich irgendwie, das wird dann schon relativ spannend, ja. Oder schaffen sie es sozusagen, das auf nach der Wahl mehr oder minder irgendwie zu vertagen, damit das Thema irgendwie raus ist jetzt noch davor. Bei der Union ist es so, dass es schon so ein paar, es gibt so ein paar kritische CSUler, wenngleich ich auch finde, dass sie sozusagen sehr, es sind auch nicht mega viele, aber so dieser Gauweiler-Flügel, sage ich mal, der ist ja tatsächlich da sehr kritisch. Ich finde mit den falschen Argumenten, ehrlich gesagt, also muss man schon auch ein bisschen gucken, weil da geht es dann halt sozusagen immer, also sozusagen, genau, also es geht sozusagen gegen die EU und es geht gegen die USA und sozusagen es geht halt um sozusagen darum, sozusagen das gelobte Land Deutschland zu schützen, was sozusagen als der Hort von sozusagen jeder Rechtschaffenheit und von jeder Integrität so ein bisschen angesehen wird. Da finde ich sozusagen sind tatsächlich viele falsche Argumente und schräge Argumente mit drin, aber natürlich sozusagen, wenn es sozusagen zu einer Abstimmung käme, wäre das schon spannend, wie dieser Flügel da agiert. Ich glaube aber auch da, dass es jetzt, wenn es zur Gretchenfrage käme, nicht wahnsinnig viele sind. Ja, weil sozusagen die Gerda Hasselfeld oder so, die ist schon sehr, also ist ja die Landesgruppensprecherin der CSU und die ist sozusagen da schon sehr eng mit Angela Merkel getaktet, also da würde ich mir jetzt nicht erwarten, dass das sozusagen von der Führungsspitze ausgeht, da das Nein zu sagen. Darf ich mal kurz das ergänzen, wie das Thema, was ist, heute hier angeklungen ist, kann man sagen, genauso ist da gesprochen worden, ja? Also an der Basis ist es so, in vielen Bezirken, es dringt nicht nach oben. Man darf auch hier zum Beispiel sagen, bei CSU, U-Ortsverbänden, ich nenne zum Beispiel Kolmberg bei einer Versammlung, ist ein heftiger Widerspruch gegen das Vorgehen zu TTIP und CETA gekommen. Also, die waren alle entrüstet, wie sie da ein bisschen diskutiert haben darüber, was da passiert. Dasselbe war in Diedenhofen zum Beispiel der Fall. Es ist nur so, dass, wie Sie schon gesagt haben, es wird von den führenden Personen der Union im Bundestag wird es, der Deckel drauf gehalten, sagen wir mal so. Unten köchelt es aber gewaltig, ja, das muss man wirklich sagen. Das ist nur so bei ein bisschen Beobachtung von Antenne, die erste Front ist. Danke für den Beitrag. Ich war ja 23 Jahre in der SPD und ich weiß insofern ganz gut, wie der sozialdemokratische Zentralismus funktioniert. Ne? So, also wenn man Anträge stellt auf Unterbezirksebene, das geht noch ganz gut. Und nach oben wird es sozusagen im Zuge des sozialdemokratischen Zentralismus einfach klein gearbeitet. Aber ich will schon noch mal ganz kurz was sagen, was sich verändert hat ein Stück weit. Wir haben in dieser Wahlperiode mit einem 80-20 Parlament an einer Stelle mal einen Hammelsprung herbeiführen können. Und das war vor ein paar Jahren jetzt, also in der Wahlperiode noch, zum Thema
Regierungsbefragung TTIP CETA. Ne? So. Weil da hat sich der Staatssekretär hingestellt und hat halt immer nur zwei Antworten gegeben. Die erste Antwort war, dazu liegen der Bundesregierung keine Informationen vor. Die zweite Antwort war, also auf unsere Fragen, die zweite Antwort war, das ist nach Informationen der Bundesregierung nicht Gegenstand der Verhandlungen. So, das waren immer die beiden Antworten, die er im Wechsel gegeben hat. Und zu diesem Zeitpunkt hatten wir die Mehrheit im Plenum. Haben dann den Geschäftsordnungsantrag gestellt, wenn der Staatssekretär uns keine Auskunft geben kann, dann möge der Minister erscheinen. So, dann ist halt der Hammelsprung ausgelöst worden. Wir hatten eigentlich eine Mehrheit, aber die da oben waren sich halt nicht einig, also im Präsidium, dann wird ja der Hammelsprung ausgelöst. In einem 80-20 Parlament. Das zeigt meines Erachtens, wie wenig Interesse die eigentlich damals an dem Thema hatten. Das würde uns heute nicht mehr passieren. Weil das inzwischen halt eben auch bei denen ist mal sensibel geworden ist, dass das ein heißes Thema ist, wo sie richtig Probleme bekommen können. Das ist das Erste. Das Zweite, was ich sagen will, ich halte gerade dieses Volksbegehren für ungeheuer wichtig, weil das wird nochmal zeigen, dass denen selber, also der SPD und der Union, so wie du es gesagt hast gerade, sozusagen die Leute selber ein Stück weit weglaufen. Und wenn sie das sehen, dann werden sie sensibel. Dann haben wir, glaube ich, eine gute Chance, sie sozusagen auch nochmal weiter unter Druck zu bringen und eventuell auch zu einer Veränderung zu bringen. Und das Dritte, was ich sagen will, natürlich geht es da vor allen Dingen darum, um die SPD zu kämpfen. Das große Problem ist sozusagen da ein bisschen die Spitze. Solange der Gabriel, ich sag mal, morgens den Lafontaine, mittags den Schröder und abends den Sarrazin gibt halt, ne, haben wir ein richtig großes Problem, weil wir wissen nicht genau, wo wir eigentlich dran sind. Bei ihm, ne? So, man weiß nicht, wofür er eigentlich steht. Das ist das große Problem. Und da muss man halt, denke ich, ein Stück weit hin, dass wir den Druck so weit aufbauen, dass er auch nicht mehr ausbüchsen kann. So, und das, denke ich, können wir auch über dieses Volksbegehren ein Stück weit nach vorne bringen. Ja, vielen Dank, Harald. Ich denke, das war ein treffendes Schlusswort, ein positiver Ausblick auf das, was durch breite Bündnisse, durch Engagement von vielen Menschen an der Basis vor Ort eigentlich bewegt wurde, damit Mühe der großen Politik doch ein bisschen sich in die richtige Richtung bewegen. Es ist ein Zwischenschritt, mehr nicht. Es ist schon angeklungen, im September geht es wahrscheinlich weiter mit der zweiten Hürde des Volksbegehrens. Ich hoffe, dass ihr auch alle wieder mit dabei seid, Freunde, Bekannte, vor den Rathäusern unterwegs seid und die Menschen auch bittet, für ihre Interessen auch zu unterschreiben, auch wenn es eine hohe Hürde ist, da jetzt mit dem Ausweis aufs Rathaus zu gehen. Da muss man uns bewusst sein, das ist kein Selbstläufer und da muss man noch viel dafür arbeiten. Aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Ich danke der Nicole voran, die hat den weitesten Weg aus München gehabt heute. Ich danke dem Harald auf dem Podium für die Information. Und ich danke auch dem Reinhard Sachs für die ganze Orga-Arbeit, die ihr hier vor Ort für diese gemeinsame Sache macht. Herzlichen Dank auch für euer Dasein. Ja, dann glaube ich, länger die Antwort, wie ich jetzt hier zwei. Ja, eindeutig. Und ich erkläre noch.